Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Shakes and Fidget. Und SF Game offiziell hat gestern schon auf Instagram und auch im Forum neue Bilder gezeigt zu dem neuen Shakes and Fidget 3.0. Der liebe Dorse hat schon ein Video drüber gemacht, aber ich als YouTuber stehe natürlich auch in der Pflicht und möchte es natürlich euch auch zeigen und drüber sprechen. Hatte ich gestern schon im Livestream, ich hatte ja gestern einige Stunden wieder gestreamt, auch Shakes and Fidget sind ja ordentlich eskaliert auf Server 38. Und ja, und ein bisschen drüber gesprochen, hier haben wir das Bild vom Trivan bei Playa Warriors in der Gilde auf dem Closed Beta Server, wo aktuell schon ein bisschen getestet und gespielt wird. Und wir sehen die neuen Fenster, neu animiert alles. Selbst, oder was ich schön finde, sind, dass die einzelnen Items, die man schon kennt, wie oben rechts das Schild oder die Brust, die Waffe, geupdatet sind. Alle Epics mit neuen Grafiken. Und das ist echt eine schöne Sache. Da freue ich mich drauf. Ich habe auch schon gesagt im Video, was mir jetzt nicht so gefällt, zum Beispiel beim Stall der Esel, den finde ich jetzt nicht so schön, aber so ist es halt. Beim Glücksrad hätte ich auch vielleicht noch ein bisschen das schöner geschmückt. Aber ansonsten gefällt mir das optisch sehr gut. Gerade die Charaktermodelle Avatar haben wir ein paar mehr, ein bisschen mehr Farben, ein bisschen kontrastreicher natürlich alles. Und da bin ich auch gespannt, wie wir unsere eigenen Avatare aussehen lassen können. Und ja, so weit, so gut. Wir sehen, die Treibsanduhren sehen noch aus wie zuvor, ist ja aber auch ein neues Item in dem Spiel, gibt es noch nicht so lange, deswegen sieht es noch schick aus. Hier die ganzen anderen Epics sind dafür neu, ich glaube, wobei, die beiden Ringe sind, glaube ich, auch nicht geupdatet, aber die Ketten, kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass sie auch schon vorher so ausgesehen haben. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, hier die Brust, beide, das Schild, die Waffe, alles neue. Hier die Glücks-Epics, auch neue Grafiken. Wir kennen es, die schöne Glückswaffe vom Krieger und das Schild sehen endlich ein bisschen fresher aus. Ansonsten haben wir hier die Fenster. Stärke, Dexterity, Intelligenz, Ausdauer, Glück und Rüstung sind neu positioniert. Finde ich nicht schlecht. Und na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann aussehen wird im Dungeon, in der Festung, in der Unterwelt und überall anders, weil wir haben bis jetzt ein Fenster präsentiert bekommen, die Taverne auch, aber es ist ja noch lang nicht alles. Deswegen, ich bin drauf gespannt und das Schönste daran ist natürlich, dass wir dann durch SF Game 3.0 noch mehr Möglichkeiten haben, uns auf kommende Updates zu freuen. Und nicht nur das, sondern in dem Post hier wurde noch gesprochen von hier, unser neues Spiel, Shakes and Fidget, Clash of Empires. Hab ein bisschen danach gegoogelt und dann hier auf einer Seite gefunden. Bei Clash of Empires handelt es sich um ein plattformübergreifendes Strategiespiel, in dem Spieler erstmals in eine 3D-Adaption der beliebten Comicwelt von Shakes and Fidget eintauchen können. Das heißt, ich stelle es mir jetzt vor wie ein, weiß ich nicht, Clash of Clans in einem Shakes and Fidget-Stil. Freue ich mich drauf, werde ich auf jeden Fall testen und spielen und das hier auf dem Kanal zeigen, sobald es draußen ist. Ja, ich meine, ich habe früher schon Clash of Clans gespielt. Das Ganze vielleicht im Shakes and Fidget Style stelle ich mir ganz witzig vor. Vielleicht ist es auch ganz anders, als wir denken. Aber auf jeden Fall kommt ein neues Spiel raus. Ich weiß nicht, das letzte Spiel, was ich gezockt habe von, was gab es denn da noch? Was, Hero Zero gab es, glaube ich, noch. Tiny Island und dann gab es noch ein Spiel, ich weiß es nicht. Aber seit langer Zeit mal wieder ein neues Spiel von Blaya. Clash of Empires, Shakes and Fidget. Bin ich gespannt drauf. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so denkt. Gefallen euch die neuen Grafiken? Was habt ihr so für Update-Ideen? Wir hatten ja auch über Update-Ideen gesprochen. Unter anderem kamen dann Ideen auf wie Transmogrifikation oder angepasstes Loot-System. Von meiner Seite aus habe ich noch gesagt, sowas wie wöchentliche Raids, die Gilden beschreiten können mit Loot, den man finden kann zu einer bestimmten Chance und ja, unter anderem vielleicht neue Reittiere und was es sonst noch alles gibt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Update-Ideen habt und ja, das soll es gewesen sein, ihr seid informiert. Ich packe nochmal alle Links hiervon in die Beschreibung und ja, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.